Obwohl, im Moment, im Dorf war es dem Banditenlager gewesen. Wo man Zettel verpetzen können. Aber das werde ich noch nicht tun. Da ich dort noch Aufgaben zu erledigen habe. So. Was machen ich gehe Richtung Tempel. Oh nee, das war. Ne, das war der Tempel. Mein Plan wäre es jetzt, dass ich nach Süden gehe. Also in die Richtung. Zu den Orobas-Fjorden. Ich denke mal, ich werde doch das nächste Mal Schlösser knacken machen beim nächsten Level Up. Es gibt doch schon einige Türen, die mir interessant wären. Zum Beispiel das mit dem Büro im Haupthaus, mit der geheimen Wand. Könnte ich zum Beispiel machen. Das kann ich mir dann hier einprägen. Ja, und halt. Die Mine an sich ist ja gesprengt worden. Ob ich es hätte verhindern können, keine Ahnung. Ich denke mal eher nicht. Fakt ist jedenfalls, in der Session habe ich jetzt komplette Gebiete einmal erkundet. Beziehungsweise fast. Bei den Fjorden fehlt mir noch so ein. Ich müsste noch zu den Fjorden hin und hätte dann quasi das Gebiet hier erkundet. Hallo Drachentöter! Ganz kurz noch einmal wegen eurem Haus. Habt ihr meine Besitzerurkunde? Noch nicht. Es gab da einige Schwierigkeiten. Bald bin ich noch reicher. Allerdings sollte ich mein Versteck bei den Goblins in der Nähe der Minen auflösen. Die Steinlieferung wurde ausgesetzt. Daher müssen wir auf eine teurere Steinsorte zurückgreifen, die jetzt lieferbar ist. Das wird etwas kosten. Wenn ihr mir aber die Hälfte jetzt gebt, kann ich den Steinmetz im Preis herunterdrücken. Irgendwas sagt mir, dass du ein ziemlicher Quacksalber bist. Ich trau dir nicht. Ihr wollt ein gutes Haus, oder? Dann brauche ich das Geld. Tut mir leid. Aber so läuft das Geschäft. Das ist mir gerade etwas zu viel von Nadja. Schade. Wir reden später darüber. Denn ohne die Steine können wir nicht bauen. Irgendwas sagt mir, dass der Typ ein falsches Spielchen spielt. Aber ist auch so ein Ding in der Nähe von der Mine.
So. Jetzt sind wir bei den Fjorden. Wir können da schon mal... bis zum nächsten Schrein zumindest spielen. Krabbe. Hallo, ich bin Krabbe, Minenprospektor. Was macht ihr hier draußen? Na, ich suche und begutachte Minen natürlich. Ich sollte überprüfen, ob diese eine Mine, die vor 2 Jahren nach einigen Unfällen geschlossen wurde, noch für den Abbau geeignet ist. 1200 DP. Krabbes Gedanken drehen sich um Zahlen und Statistiken über alle Arten von Steinen und Erzen, aber vor allem über Roteisenerz. Ab jetzt werdet ihr diesen wertvollen Rohstoff ohne Zweifel einfacher und schneller finden können. Okay. Kaum bin ich angekommen, hat schon ein Imp versucht, mir mit seinem Speer ein drittes Auge zu verpassen. Könntet ihr mit diesem Pack fertig werden? Ihr seht fähig genug aus. Sie dürften einen Anführer haben. Schlagt also zuerst dessen Kopf ab und der Rest wird dann ein Kinderspiel sein. Wo finde ich die Mine, von der ihr redet? Wenn ihr von hier aus aufs Meer blickt, ist sie gleich hinter dieser Landzunge. Ich habe aber kein Boot, deswegen könnte es relativ schwierig werden, dorthin zu gelangen. Kann man denn viele Bodenschätze finden? Oh ja, die Orobas-Fjorde bieten Reichtümer in Hülle und Fülle, wenn man nur weiß, wo man zu graben hat. Es ist kein Zufall, dass der Drachenritter Orobas so reich war. All diese Minen gehörten ihm. Mittlerweile ist der Bergbau in dem Maße zurückgegangen, wie die Zahl der Goblins und Wirren gestiegen ist. Die bekannteste aktive Mine ist Hohenzell. Ein Bergdorf, ungefähr eine Gehstunde von hier entfernt. Passt auf euch auf! Okay, interessant. Damit hat er uns eine neue Quest gegeben. Bin mal gespannt, wie die Gegner hier austicken. Stark auf jeden Fall. Ja, Stufe 18 haben die. Und das war gerade mal einer von denen. Na, ich glaube, die sind noch. Ja, die sind weit über meinem Level. Die sind definitiv weit über meinem Level. Okay, die sind Stufe 18. Und ich bin jetzt auf Stufe 13. Das ist auf jeden Fall weit drüber. Ich überlege gerade, ich sollte mich lieber noch nicht zu den Fjorden begeben, denn... ja, diese Gegner sind mir stufenmäßig ziemlich überlegen. Und das wäre jetzt, glaube ich, keine gute Idee, weiterzugehen. Ihr habt nämlich gesehen, wie schnell ich gestorben bin. Und... ja. Ich glaube, diese Goblin-Mine war ja woanders gewesen. Das war ja... die war noch ein Stück weiter. Hier war auch eine Mine, aber... ich glaube nicht, dass es die ist, die ich suche. Ich könnte theoretisch auch das Höllentor nutzen, ein bisschen da an EP zu farmen, um meine Stufe ein bisschen zu erhöhen. Weil er scheint ja so ein Endlos-Spawner zu sein von diesen
Soldaten. Das wäre dann ganz praktisch, theoretischerweise. Das heißt, wenn es so ein Endlos-Spawner sein sollte, könnte ich theoretisch dort natürlich offscreen bisschen farmen. Erfahrungspunkten. Moment, der leuchtet noch. Was bei ihm? Targus. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Moment, Targus-Axt. Oh, ich kann eine Quest abschließen. Ich kann eine Quest abschließen. Da war ja mit Targus Axt noch was, stimmt ja. Dann kann ich die Quest schon mal schließen. Im Banditenlager. Bei ihm war das mit dem Troll. Aber ich habe leider keinen Seil. Zumindest noch keinen Seil. Und sehe auch nichts wirklich leuchten hier. Was? Nützlich aussieht. Oder ich habe es wieder übersehen. Keine Ahnung. Eigentlich hier drin. Gold und ein Pergament. Apropos, ich habe noch, glaube ich, Benedikts Tagebuch hatten wir noch, glaube ich. Dies ist das Tagebuch von Benedikt, einem leidenschaftlichen Anhänger. Der lässt sich immer und immer wieder darüber aus. Ganz besondere Abneigung verspürt er gegen... Achso, das hatten wir schon mal gehabt. Das Gedicht hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Durchs Trümmertal wird ihr reisen, ja, der Zeit eurer Waffen seid euch gewahr. Gegen Trolle und Goblins müsst ihr kämpfen, lasst dies euer Eifer nicht dämpfen. Doch den reinen Zauber sollt ihr nicht, sollt ihr meiden, sonst wird euch Schicksal leiden, okay? Codex ist... Ach, stimmt, ich habe ja noch ein Level up übrig. Hab irgendwann einen Punkt. Den. Da kann ich bei Fertigkeiten... nein. Kann ich gerade nicht. Was ist das für eine Nachricht? Ein Stück von mir das Pergament benutzt und hält eine Nachricht an Yupik. Die Nachricht, die ihr nicht erfahren, Kundensprache, ihr mächtig seid. Doch das Schriftzug wurde mit Svalfari unterschrieben. Okay. Hier noch irgendwas. Ich denke mal, Schloss knacken kann nicht schaden, wenn ich das nächste Mal das skillen werde. Eisenanzahler, okay. Ja. Ich guck noch mal hier drin nach, ob ich
doch was übersehen haben. Wenn nichts ist, dann gehe ich die Axt abgeben. Leichtes Stahlschwert, okay. Ist leer. Nee, scheint nirgendwo jemand was zu haben. Das ist zu schwer. Ach, stimmt, überladen. Werden wir ein bisschen verkaufen oder? Keine Ahnung. Eine Leiche. Sieht jedenfalls nicht so aus, als wenn noch eine Leiche irgendwo wäre. Na, so wäre ich leicht darauf gekommen. Da vorne liegt noch was. Achso, ja, das war ja das Gewächs. So, und weiter oben war ja dann auch, glaube ich, keiner mit dem Schlüssel. Naja, leuchtet nichts. Moment, komm ich da rauf? Komm ich da so hoch, wenn ich vielleicht da... Ich überlege gerade, wenn ich ein bisschen erhöht... bringe, dass ich dann irgendwie raufkomme, vielleicht. Hahaha, Tatsache. Aber geht nicht auf. Das hat mir nichts gebracht, weil ich komme trotzdem noch nicht rein. Was haben wir hier? Ein bisschen Gold. Naja, gehen wir mal zum Banditenlager zurück und geben die Axt ab. Oder war es auch wirklich dort? Ich hab die Axt von Targos. Ja, ich glaube, es war das Banditenlager gewesen. Oder es war ein Dorf. Ich glaube, es war ein Banditenlager.
Ich glaube, Targos war der auf diesem, der auf dem Tor steht. Auf diesem Torbogen oder so. Auf diesem Tor, ja. Hier ist ja, es kleben noch eine Menge Hirnstücke. Ich hatte noch kein Mittagessen. Hier ein paar Münzen für deine Mühe. Danke. Nett. Ich würde sagen, ja, mit den Erfahrungspunkten. So viel Wirbel um etwas Holz und geschliffenen Stahl. Es gibt wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern sollten. Den Maxus-Tempel zum Beispiel. Das ist mir schon klar mit dem Maxus-Tempel. Gut, ich werde die Session aber hier erstmal beenden. Das war's für heute von Divinity 2 Echo Dragonus. Ja, mal schauen, was ich wieder zu hören bekomme. Und ja, bis dann.